Hallo, liebe Freunde des gescheiten Abenteuers. Wir spielen Diluvian Winds. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Oder Diluvian Winds. Ein sehr schönes, putziges Spiel, wie ich glaube. Ich habe es mir in der Vorschau angeguckt. Ich habe es noch nicht gezockt. Wir zocken zusammen heute. Und zwar mal den Story-Modus. Und ich mag den Grafikstil sehr. Und wir machen mal hier klar einen Neubeginn. Schwierigkeit. Wir machen normal. So wie es sich die Entwickler gedacht haben. Ja, wir speichern automatisch. Machen wir das doch. Es ist Gewitter auf hoher See. Kriegt ein bisschen mehr Gewittersound hier. Ich dreh mal auf. Rapunzel, Rapunzel. Oh, bei einem Gewitter mit Kamin irgendwo drin zu sein, am besten in so einem Wintergarten, das ist das Allergeilste. Ich glaube, das ist so mit meine Lieblingsvorstellung. Draußen ist Gewitter, man ist in einem Wintergarten, hat einen Kamin und liegt in der Hängematte und liest ein Buch oder so. Oder hört eine Gruselgeschichte oder so. Hört sich ein Hörspiel, eine Gruselgeschichte. Oh Mann, das ist mein Lebensziel. Wintergarten. Alles, was du wissen musst, um deine Reise zu beginnen. Let's go. sitze ich da gut? Ja. Der Hüter. Mein Leuchtturm ist ein einziges Chaos, das aus den Fugen geratene Wetter und die ständigen Katastrophen zerstören alles, was wir aufbauen. Was für ein Leben, aber es hilft nichts. Wir müssen alles wieder aufbauen. Ja, ich bin zu alt für diesen Mist. Aber ich mag dafür aufbauen. Er schlägt die Hände verzweifelt in die Luft. Guten Morgen, Wächter. Ich warte auf die nächste Karawane. Sag Bescheid, wenn ich in der Zwischenzeit helfen kann. Ah, da bist du ja. Wie du weißt, widersteht unser Leuchtturm zwar stürmischem Wetter, aber ich befürchte, unsere anderen Gebäude haben weniger Glück. Warten wir, bis es hell wird, um an ihnen zu arbeiten. Ich werde heute mal keine verrückten Synchronisationsstimmen versuchen zu imitieren. Weil meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen ist. Deswegen verzichte ich da mal drauf. So, alles klar. Pause machen geht. Leertaste. Was haben wir hier? Morgengrauen. Morgen, das ist die Zeit offensichtlich. Abend und Nacht. Gucken wir uns mal in Ruhe um. Das ist der Leuchtturm. Ah, oh, das sieht ja so geil aus. Guck mal, wie sich hier der Lichtkegel... Das ist schön gemacht. Guck mal. Uiuh, das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier erstmal, was ist das, ein Lagerraum, Schlafraum, gemütliches Wohnzimmer, Räumchen und ja, was ist hier? Keine Ahnung, die Küche. Hier ist eine Kurbel für diese Winde. Ja, was kommt denn da? Achso, ein Fass. Okay, hier ein Fisch, Küche. Das sind meine beiden Freunde. Und den Kram müssen wir wieder aufbauen. Oh, hier ist ein Gewächshaus. Das sieht aber schön aus. Okay. Und da geht's. Da ist eine Leiter nach unten. Ah, und hier geht's auch weiter. Okay, das ist der. Ah, okay. Das ist hier der unterste Bereich des Leuchtturms. Gar nicht da. Hier sind noch weitere Freunde. Und aus der Perspektive werden wir wahrscheinlich dann weiterbauen. So. Was hast du mir jetzt gesagt? Wie geht das jetzt? Wir sollten zunächst einmal die Trümmer beseitigen. Wir müssen dieses Holz wiederverwerten. Das kann ich erledigen. Sag mir einfach, wohin ich gehen soll. Ja, das ist Elmar. Elmar? Keine Anfrage. Was können wir denn hier mal machen? Landbasiert. Oh, das sind alles unterschiedliche Tiergattungen, die dementsprechend auch andere Fähigkeiten haben. Also Treibhaus... Holzfällerhütte kann er offensichtlich bespielen. Spezies ist halt Eichhörnchen. Anbau von Gemüse. Produktion plus 10 Gemüse. Fisch minus 5. Ist nicht sein Ding. Macht Sinn. Und er ist ein landbasiertes Tier. Optimist ist Character Trait. Mindestmoral neutral. Keine Anfragen für irgendwas. Ich weiß auch nicht, was man ihm anfragen kann. Neutral. Gemüse, Insekt, Fisch, Holz. Na gut. So.
Wie machen wir das jetzt? Auf was drücke ich denn drauf? Ah nein, ich habe irgendwas, was ich nicht wollte. Da, aufräumen. Ja, macht er das jetzt schon? Aber das X klickt das doch weg, oder? Ah ne, warte. X ist eigentlich immer wegklicken, aber hier ist das nicht wegklicken. Hier ist das... Tue das! Okay, das ist verwirrend. Da hätte ich mir einen Haken gewünscht, einen grünen Haken. X ist für mich ein Abbruch. Ich entferne die Trümmer. Am Nachmittag müsste ich damit fertig sein, sagt Elmar. Jede Aktivität ist anstrengend und senkt die Moral. Sinkt sie auf null, muss ich mich ausruhen und kann dir nicht mehr helfen. Das klingt wie eine Drohung. Da kommt der nächste hoch. Grüße, Wächter. Wie ich sehe, steht das Gewächshaus noch. Wenn du mich zu ihm zuteilst, suche ich dort nach Essen, sagt Evelyn. Gute Idee. Die Produktion von Ressourcen ist das A und O, wenn es ums Überleben geht. Okay, hallo Elmar, schön, dass du da bist. Elmar, arbeiten, Gewächshaus, bitte gehen Sie dahin. Ich denke, ich werde gegen Mittag fertig sein. Die Produktion von Ressourcen hängt von vielen Faktoren ab. Moral, Spezies, Spezialitäten, dem Wetter. Als Hüter liegt es in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle Aufgaben effizient verteilt werden. Alrighty. Wie es aussieht, sind alle beschäftigt. Es wird Zeit, mit der nächsten Phase des Tages fortzufahren. Okay, jetzt kommt die Kamerasteuerung. Also, hier ist Gewächshaus Gabi mit dem komischen Ding auf dem Kopf. Was auch immer das ist, eine Wasserblase. Oder sowas. Sie hat den grünen Daumen, das finde ich klasse. Und Johnny repariert alles. Was ich gut finde, weil das Gewächshaus ist so ein bisschen darauf angewiesen, dass es gestützt wird, weil sonst ist es ja in der Luft und fällt runter. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir das hier reparieren, weil dieser eine morsche Balken, der hält das ja nicht alleine. Okay, also die bauen. Dann können wir zum nächsten Morgen springen. Oh ja, geil, okay. Und hier ist der große Hexenkessel von Gundel Gaukelei. Nach der Arbeit wird es Zeit, sich auszuruhen. Es geht nichts über ein ordentliches Gelage, um die Moral zu heben. Je voller der Topf, desto besser fühlen wir uns danach. Behalte aber die Essensvorräte im Auge. Es ist immer gut, eine gewisse Reserve zu haben. Eine ausgewogene Mahlzeit gewährt uns verschiedene Boni. Denke daran, deine Zutaten und Mengen zu mischen. Mit großen Leuten wie dir in der Nähe ist die Flut deutlich angenehmer. Deine Großzügigkeit schreit nach einem Festmahl. Du kannst den Topf mit verschiedenen essbaren Ressourcen füllen, die vorrätig sind. Kohl, Fisch, Raupen. Der Raupenraub. Die Moral eines Reisenden wird von der Menge an Ressourcen in der Mahlzeit beeinflusst. Okay, man muss wahrscheinlich dann auch gucken, wer was mag oder wie ist das? Das Rezept und seine Effekte ändern sich basierend auf den verwendeten Zutaten. Blah, köstlich. So, dann brauen wir uns mal was zusammen. Die haben Hunger. Wir machen ausschließlich Gemüse da rein. Wir haben nichts anderes. Es wird ein Gemüseeintopf. Es tut mir sehr leid. Mehr habe ich nicht. Neues Rezept, grüner Salat. Sind die jetzt happy? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch sehr. Knabber, knabber. Springt zum nächsten Morgen. Habe ich alles abgeschlossen? Ich glaube, ja. So, bis morgen. Gute Nacht. Alle gehen schlafen. Dieses Feuer ist der Schlüssel für unser Überleben. Wenn ich es ausgehen lasse, sehen Reisende den Leuchtturm nicht und ich werde vom Rest der Welt isoliert. Das Wetter hat jeden Tag einen wechselnden Einfluss auf die Flamme. Wir können das Feuer am Brennen halten, indem wir es mit Brennstoff versorgen. Allerdings werden die Brennmaterialien auch für den Bau und die Verstärkung des Dorfes benötigt. Die Zukunft hält vermutlich einige schwierige Entscheidungen für uns bereit. Fürs Erste haben wir aber genügend Holz, um das Feuer möglichst stark zu machen. Du kannst das Feuer mit Gegenständen aus deinem Lager füttern, die als Brennmittel verwendet werden können. Zum Beispiel Holz. Das Wetter schwächt das Feuer. Wenn das Feuer ausgeht, musst du es wiederbeleben oder du verlierst das Spiel. Je stärker das Feuer ist, desto schneller finden die nächsten Exilanten den Leuchtturm.
Das ist gut zu wissen. So bekommen wir also mehr Personal. Und jetzt muss ich mal das Feuer wieder speisen. Das Feuer ist sehr stark. Man kann es nicht übersehen. Ja, dann sollten wir jetzt nicht mehr reinbuttern. Oder was passiert, wenn ich... Ach so, das Feuer... Warte, sehr stark. Das Feuer könnte nicht stärker sein. Ja. Ändert das denn... Also hier sehe ich jetzt keine Änderung auf diesem Balken. Okay, das ändert sich sowieso nicht. Ah, warte, warte. Ah, doch, jetzt. Guck, da, das ist der Neuankömmling. Der ist jetzt hier. Mach ich rein, kommt da bis da. Wenn ich noch einen mache, hat das gar keine Auswirkung. Also reicht das, wenn wir einen Holzblock da reinschmeißen. Lass uns das Feuer wieder entfachen. Was? Haben wir doch schon. Was ist los? Müssen wir das drücken? Oder wieder was? Kosten für die Neuentfachung? Basiswert? Es ist ja eine richtige Matheaufgabe. Was in Klammern wird, wird zuerst gerechnet. Abzug mal Neuentfachung. Basiswert. Abzug und Basiswert basieren auf dem Schwierigkeitsgrad. Meine Güte. Ja, was denn jetzt? Ich habe das doch gemacht. Und jetzt bestätigen. Das habe ich doch schon gemacht. Was ist los? Wo ist der richtige Knopf? Ist das der richtige Knopf? Ja, also... Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was er jetzt von mir will. Hab ich doch. Was ist los? Was mache ich falsch? Also hier sieht man das ja auch, hier unten. Vielleicht muss ich tatsächlich zwei reinschmeißen. Ah ja, das geht nicht so schnell. Reisende werden es schon aus der Ferne sehen. Na gut, ich musste komplettes Vor... Okay, alles klar. Ich wollte es eigentlich nicht, aber dann machen wir das. Ich mag diesen Lichtkegel. Jo, okay. Dann wollen wir zum nächsten Morgen springen. So ist es offensichtlich gewünscht. Tag 2, ein neuer Tag beginnt. Gesa, mach's gut, Gesa. Tag 2. Die haben noch nichts zu tun. Das wollen wir ändern. Und ansonsten sehen wir hier einen Wetterbericht. Okay, es wird... neblig und morgen wird es feucht und dann wird es windig und das Feuer leidet darunter. Also wir sehen hier minus 1 Feuer, also da müssen wir dann nachlegen. Und Moral auf minus 3 ist natürlich eine Katastrophe. Da brauchen wir irgendeinen Motivator, Jürgen Klopp oder so. Unsere nächsten Reisenden sind noch einige Tage entfernt. Heute kommt also niemand an. Kümmern wir uns um die morgendlichen Aufgaben. Tappel, tappel, tappel. Leiter runter. Was sind denn unsere Aufgaben? Zum nächsten Morgen springen? Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen, dass die hier was zu tun bekommen. Die sitzen doch nur faul am Kessel und machen nichts. Dann würde ich doch vorschlagen... Nee, warte, sie war doch... Evelyn hatte doch den grünen Daumen. So, das ist Evelyn. Und ich möchte, dass du da reingehst. Evelyn... Ist sie jetzt schon zugewiesen? Warte mal, aber da stand doch, sie hat keine... Sie hat nichts zu tun. Stand da. Ah, das kann man noch aufwerten. Das Gebäude offensichtlich. So, ich will, dass sie da jetzt reingeht. Evelyn. Bist du da? Evelyn, Evelyn. Oh. Antje! Antje haut 10 Abos in den Club. Vielen lieben Dank, Antje. Das ist aber eine große Freude. Dankeschön. So, Evelyn. Kann ich die umbenennen? Nee. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier schon läuft. Arbeitsraum...
Ich will die zuweisen. Wieso geht das jetzt nicht? Hier steht zwar, ich soll zum nächsten Morgen springen. Bin mir nicht ganz sicher, dass das jetzt hier läuft, dass die Produktion hier in dem Gemüsehaus ordnungsgemäß vonstatten geht. Ich kann hier auch nichts machen. Vielleicht muss ich tatsächlich vorwärts springen und warten. Karawanenfortschritt. Feuer ist noch 5 von 5. Sieht gut aus. Gemüse. Ja, die machen nichts. Ich kann denen nichts sagen. Ich mache einfach mal weiter. Jetzt passiert was. Ah, die hat Geburtstag? Stimmt, ich habe dir gestern ja das Lied gemacht. Wie konnte ich denn das vergessen? Ich habe dir gestern noch ein Lied abgespielt, Antje. Und dann habe ich tatsächlich vergessen, dass du heute Geburtstag hast. Aber nur für eine Sekunde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Antje. Wieso beschenkst du denn mich oder andere mit deinen Abos? Du hättest selber ein Geschenk verdient. Du bist für uns eh immer ein Geschenk. Ich hoffe, du hast eine schöne Feier. Und haut gerne alle mal ein Happy Birthday für Antje raus. Ich hoffe, du hast eine schöne Feier gehabt oder so wie du sie dir gewünscht hast. Manche wollen viele Gäste und viel Trara. Manche wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Wenn ich etwas sagen dürfte, du hast nicht die Mittel, um Holz zu produzieren. Wenn du willst, kümmere ich mich darum. Gute Idee. Wir haben die Fähigkeit, eine Holzverleiter zu bauen. Wir Reisenden suchen nach Orten, an denen wir Unterschlupf finden können. Wir bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit. Versuchen Sie uns bestmöglich einzusetzen. Bauen wir eine Holzverleiter. Okay, da bin ich down mit. So. Bauen. Holzfällerhütte. Ah. Hört, hört. Und jetzt kann ich mir einen Abschnitt aussuchen, wo ich sie am liebsten haben will. Hier ist Wald. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das einfach nur eine Hintergrundgrafik ist. Oder ob sie tatsächlich hierher geht, um Wald, also um Holz zu fällen. Das kann genauso gut sein, dass es total egal ist. Ich glaube fast, das ist hier nur Hintergrundgrafik. Deswegen würde ich das jetzt hier hinsetzen, weil das so kacke aussieht. Ich will ja schon, dass es ein großes Gebäude wird. Ich gehe hier hin. Alles klar. Dann bau mal. So, was ist mit dir? Wir sollten unsere Nahrungsversorgung erhöhen. Schön, ich warte auf einen Auftrag von dir. Okay, Evelyn. Wie wär's, wenn du arbeiten gehst. Im Gewächshaus! Großartig, jetzt scheinen alle beschäftigt zu sein. Bis zum Abendessen müssten sie fertig sein. Das gefällt mir. Dann galoppieren wir weiter. Oh, da kommt richtig Gemüse in die Gemüsekammer. Und wir machen wieder einen Gemüseeintopf. Das ist jetzt unser abendliches Ritual. Wir kommen gemeinsam zusammen für die Gemüsesuppe. Die Moral der Exilanten beeinflusst ihre Arbeit. A. Der Reisende hat keine Stärke mehr und ruht sich in den nächsten Arbeitsphasen automatisch aus. B. Dieser Reisende ist erschöpft. Braucht eine Mahlzeit. C. Dieser Reisende ist in einem guten Zustand. Dieser Reisende ist zufrieden, wäre dann D. Und der Reisende ist glücklich, ist E. Danke. Ich muss mich jetzt wieder auf die Reise machen. Mit dem nächsten Konvoi breche ich auf. Was, Elmar? Nein! Ich melde mich bei dir, falls ich mal wieder in der Gegend bin. Danke für deine Hilfe. Du bist hier immer willkommen. Gute Reise. Was soll das? Ja, aber jetzt, naja, okay, ich gebe ihm noch was zu essen. Hier sieht man schon, wie die sich entwickeln werden mit der Mahlzeit. Von normal auf grün. Oder ist grün normal? So, ein richtig fettes Festmahl. Oh, guck mal hier. Jetzt sieht man, jetzt bleiben sie bei blau. Wenn ich ihnen nichts gebe, dann sacken sie einen ab. Also grün ist schlechter als blau. Wenn ich ihnen eins gebe, bleiben sie bei blau. Bei zwei bleiben sie auch bei blau. Aber wenn ich den Topf voll mache, gehen sie zu dunkelblau. Und das wollen wir ja haben. Wir sind Eichhörnchen, ja genau. So, nag, nag. Und nächster Morgen. Die Flamme wird kleiner. Das Feuer ist schon aus der Ferne zu sehen. Der nächste Konvoi wird morgen eintreffen. Manchmal ist es klug, Ressourcen aufzusparen. Ah ja, der ist ja schon da. Das Feuer hier, da sieht man das, ist ja immer noch recht heiß. Wir bleiben dabei.
Und in der Nacht passiert nicht viel. Ihr springt zum nächsten Morgen, Tag 3. Ein neuer Tag beginnt. Da kommen unsere Freunde an. Oder unser Freund, unsere Freundin, man weiß es nicht. Ein Konvoi ist wie geplant eingetroffen. Reisende auf der Suche nach Ruhe, einer Zuflucht oder etwas zu essen werden einige Tage bleiben. Wir sollten sie so gut es geht willkommen heißen. Also es gibt ein stetiges Kommen und Gehen. Das instabile Klima zwingt Reisende, ständig in Bewegung zu bleiben. Ab und an trifft ein deinem Weiler eine Flüchtlingskarawane ein. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig übersetzt. In deinem Weiler oder an deinem Weiler. Ich glaube, das E ist zu viel. Das hat mich verwirrt. Die Abreise von Elmar beschert uns 2 freie Plätze. Wer sind die neuen Reisenden? Gucken wir uns mal an, was sie können. Bianca und Morgan. Bianca mag gerne im Wurmterrarium arbeiten. Und Wohnraum, alles klar. Moral ist in Ordnung. Er ist Spezies Bär. Mag Insekten, aber Metall nicht. Sie ist eine Maus, Spezies Maus. Lagerraum. Stricktalente. Na gut. Können wir jetzt hier noch irgendwas... 2 freie Häuser haben wir. Evelyn ist noch da. Das ist doch wunderbar. Genau so muss es doch sein. Da und da. Sehr gut. Jetzt ist alles voll. Mal sehen, wie wir uns gegenseitig helfen können. Machen wir mit dem Morgen weiter. Tschüss. Eine geht, 2 kommen. Ah ja, er nimmt sie mit. Okay. Alle Reisenden bleiben eine Weile, ehe sie mit der nächsten Karawane weiterziehen. Sie helfen dir, bis diese Karawane deinen Weiler erreicht. Ihre Unterbringung beraubte Reisende erhalten jeden Abend einen Moralabzug und reisen mit der nächsten Karawane ab. Wird vor ihrer Abreise eine neue Unterbringung gebaut, bleiben sie automatisch. Oh, geil. Ja, dann sollten wir doch noch was bauen. Eine neue Unterkunft, vielleicht. Aber wir können nichts mehr machen. Wir müssen einfach den nächsten Tag abwarten. Hallo, alle zusammen. Mann, ich habe seit Wochen keine Käfer mehr gegessen. Denkst du, ich könnte hier eine Käferzucht aufbauen? Ja, Bianca, alles für dich. Selbstverständlich, ich würde liebend gerne einige etwas abwechslungsreichere Rezepte ausprobieren. Du wirst begeistert sein. Denk an meine Worte. Wir Bären sind Experten für die Produktion von Insekten. Ich zeige es dir. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Bauplan und... Das darf ich nicht. Wohnraum, fehlt mir Holz. Aber hier, das Wurmterrarium, das werden wir mal in Auftrag geben. Oh, das ist ein einzelnes Haus. Also eine einzelne... So. Einzelner Raum. Wir unterscheiden uns nicht nur durch Werkstätten von allen anderen. Jede Spezies hat ihre eigenen Boni. Und wir Eichhörnchen können mehr Gemüse als jeder andere produzieren. Verstehe. Ich muss also auf alle eure Eigenschaften eingehen, um eure Arbeit zu optimieren. Ja, das kriegen wir hin. Micromanagen wir das. So, sie möchte arbeiten. Finde ich klasse. Und zwar ganz klar da oben. Ist ja klar. Das ist dein Spezialgebiet. So, und morgen möchte auch gerne arbeiten. Und zwar hier beim Holzfällen. Sieht man ja auch. Nee, nicht unbedingt. Doch, mach das mal. Hack mal Holz. Die Welt von Diluvian Winds ist die Heimat einer Vielzahl verschiedener Tiere. Jede Spezies hat spezifische Eigenschaften. Ihr jeweiliges Wissen ermöglicht ihnen den Bau unterschiedlicher Gebäude. Außerdem sind sie auf die Produktion bestimmter Ressourcen spezialisiert. Die mag Korfisch essen. Der Biber mag Holz nagen, aber kein Gemüse. Ah, das ist schwierig. Okay, zum nächsten Morgen springen. Ja, das mag ich. Und jetzt müssen wir schon gucken beim Essen. Da haben wir jetzt diesen Wurmliebling, den Bären. Die Rezepte, die du findest, sind zusammen mit ihren Effekten im Rezeptbuch dokumentiert. Ja, das haben wir schon.
Wir haben ja nur Gemüse, ich kann nichts anderes machen. Salat halt, ne? Ja, geschmeckt nicht ebenso gut. Aber es ist okay. Guten Appetit. Was mit dem Feuer? Das Feuer ist okay, aber nicht sonderlich hell. Wir könnten jetzt... Das bringt mir gar nichts. Ja, ich frage mich gerade wirklich, ob das... Kosten für die Neuanfachung 1. Ja, aber warte mal. Dann mache ich doch jetzt keine Neuentfachung. Dann warte ich doch noch ab. Aber was genau ist denn die Ressource, die mir abgezogen wird? Also wenn ich jetzt... 1 mal 0 ist klar, 1 plus 0 ist 1. Abzug Neuentfachung. Ist das dann, wenn ich jetzt auf... Ist das denn jetzt hier eine 10 oder ist das quasi die, der wievielte Vorgang das ist? Nee, das glaube ich nicht. Ich spare mir das jetzt. Steinbrecher, vielen Dank, lieber Steinbrecher. So, morgen können wir das Feuer neu entfachen. Die sind bald wieder da. Mal abgesehen davon, dass er ja nicht nur neue Leute bringt, er nimmt ja auch wieder welche mit, ne? Dementsprechend ist das ja gar nicht so akut, dass der kommt. Außerdem müssen wir ja auch eine Unterkunft dann bauen. Ja, was ist los? Was hast du für Kommentare? Holzgemüse oder Gemüseholz? Hey, ich baue gerade etwas. Was wäre für die Gemeinschaft denn besonders nützlich? Wir brauchen vor allem Holz. Wir brauchen vor allem Gemüse. Ja. Ich nehme Holz, weil der Biber ist ja auch Holz. Und Holz brauchen wir zum Bauen. Und wir brauchen Holz zum... hier zum Entzünden der Flamme. Wir machen mal das. Wo dackelt sie jetzt hin? Ach, das war's. Die machen sich einfach... Schöne Zeit. Guten Morgen. Nun, da der Raum fertig ist, können wir mit dem Aufbau unserer Käferzucht beginnen. Ich könnte mich gleich darum kümmern, wenn du willst. Was mich betrifft, ich kümmere mich um Reisende. Es wäre toll, wenn du mich einem anderen Reisenden zuteilen könntest. Ja, machen wir das doch. Genau wie ihr wollt. Also, du arbeitest mal wunderbar im Gemüseraum. Ach nee, willst du da gar nicht arbeiten? Warte mal, das ist doch... Oh, sie kann auch richtig geil Holz hacken. Aber will sie denn überhaupt Gemüse? Warte mal. Ziehen wir mal die anderen vor. Die kann... Nee, die kann ja gar nicht da... Nee, du machst das hier. So, der Bärenboy... geht Insekten fangen. Und sie geht bitte... Wieso willst du denn nicht? Das war jetzt die Frage, oder was? Deswegen, sie will hier gar nicht arbeiten. Sie will jetzt, deswegen, okay. Ich hatte ja die Priorität auf Holz gesetzt. Jetzt kann ich sie nur da reinsetzen. Das ist ein bisschen Tutorial wahrscheinlich auch. So, die Flamme müssen wir jetzt dringend mal neu gießen. So, jetzt gibt es hier erstmal leckeres Essen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir auch Würmer da. Also ist der Bär, das andere... okay. Setzen wir Insekten auf den Speiseplan. Jedes Gericht hat eigene Effekte. Experimentiere also mit unterschiedlichen Zutaten und Mengen, um sie alle zu entdecken. Ja, geil. So. Insekti. Irgel. Ich glaube, das mag er überhaupt nicht. Gemüse. Ja, geil. Was? Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Insekt. Wieso? Das hier sieht doch geil aus. Okay, es kommt nicht überall gut an.
Was ist denn, wenn wir jetzt einen so ein Insekt mit rausnehmen und noch einen ändert einfach überhaupt nichts? Kann das mal hier weg, bitte? Ich sehe ja gar nicht, was hier Phase ist. Okay, und wenn ich jetzt... Ja, er findet es okay. Aber der mag doch dieses... Ah, okay, was ist da los? Grün ist schlechter, ne? Ja. Das ändert gar nichts. Dieses, ob ich jetzt dann Gemüse reinpacke oder nicht, ist denen völlig egal. So, die Frage, naja, aber muss ich es voll machen? Was ist, wenn ich so mache? Ändert einfach gar nichts, oder? Warte. Ändert nicht viel. Wir machen das jetzt. Drei Würmer, ein Gemüse. Gemüse, Insekten, neues Rezept. Insektenröllchen. Ja, die Leute freuen sich. Insekten haben auch viele Proteine und so. Gibt ja Forscher, die sagen, in der Zukunft werden Insekten so die Hauptproteinquelle sein. Einige Wetterereignisse schwächen das Feuer stärker als andere. Pass auf den Wind auf. Okay, dann lass uns mal das Feuer so richtig heiß abbrennen wieder. Und bestätigen. Sehr gut. Die lodert, die Flamme. Wisst ihr, ob Nils überhaupt den YouTube-Chat liest oder nur bei Twitch, fragt Zelle 8719. Ja, Zelle, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht, ob der Nils das liest. Was? Bestätigen, alles klar, Tag 5. Pflanzenproteine reichen locker aus. Ich hebe meine 160 Kilo im Deadlift. Als veganer Radrennfahrer. Das passt schon. Respekt. Respekt. Passiert hier irgendwas? Nö. Die schlafen alle. Nächster Morgen. Oh, alle sind voller Tatendrang. Wir sollten den Wohnraum des Leuchtturms erweitern. Mit der entsprechenden Menge an Holz könnte ich zusätzlichen Wohnraum schaffen. Tolle Idee. Ich habe einen kleinen Vorrat an Holz, der dafür verwendet werden kann. Das sagt Morgan, oder was? Guten Morgen. Bauen Wohnraum. Hier direkt über die Insekten. Fangen. Kammer. Je mehr Behausungen der Leuchtturm enthält, desto mehr Reisende können gleichzeitig in ihm wohnen. Finde ich gut. Dann Evelyn. Oh, Evelyn kann was bauen oder arbeiten. Jetzt habe ich endlich mal eine Wahl. Wir haben nicht mehr so schrecklich viel Gemüse und wir haben gar keine Würmer mehr. Deswegen befürchte ich beinahe, dass sie leider nicht bauen kann. So, Bianca kann auch was bauen. Aber ich glaube, zwei müssen Nahrung sammeln und nur einer darf bauen. Aber was könnte der denn bauen? Achso, Wohnraum und Wurmtier. Okay, wie viel? Ja, wir haben, glaube ich, genug Wohnraum. Oder? Huch, was? Weiterspiel. Und was kann sie bauen? Das wäre dann vermutlich... Ah, ein zweites Treibhaus. Oder eine zweite Holzfällerhütte. Nee, ich glaube, da sind wir noch nicht an dem Punkt. Lieber arbeitet sie jetzt im Gemüsezentrum und Bianca arbeitet im Insektenfangdistrikt. Und damit sind wir schon fertig. Wir brauchen Nahrung. So, und jetzt gibt es hier was zu essen. Wir können mal was Neues probieren. Wie wäre es denn mal mit einmal Insekt? Und dreimal Gemüse, einmal Insekt zum Beispiel. Das haben wir noch nicht. Bestätigen. Ratatouille. Klingt sehr, sehr schmackhaft. Die Leute freuen sich. Voller Erfolg. Gibt es noch weitere Folgen vom Supermarkt?
Simulator, das war ja die eigentliche Frage. Ach so, Zelle. Ja, ich habe es neulich sogar mal zur Abstimmung gestellt. Da wurde sich für irgendwas anderes entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Fallout oder so. Aber Supermarkt-Simulator mache ich noch. Ich wollte gerne mal eine Folge machen mit Mods. Ich habe mich ein bisschen schlau gelesen oder ein YouTube-Video geguckt, könnte man auch sagen. Es gibt eine Menge Mods und ich muss die erstmal richtig installieren. Das ist halt immer so ein Upturn. Leider sind Mods nicht so einfach mal klicken und fertig, sondern man muss da ein bisschen rumfriemeln. Und dann würde ich nochmal eine Runde machen mit installierten Mods, aber muss dann erstmal kurz die Zeit haben, dass ich das alles fertig kriege und zum Laufen bringe. Oh, da sind die neuen Freunde da. Feuer lassen wir mal. Nexus, das geht meist easy. Ja, ich habe Nexus, genau, und Vortex habe ich auch. Aber vielleicht war ich auch einfach nur geistig erschöpft, als ich das versucht habe, weil ich habe dann abgewunken, weil mir das ein bisschen zu kompliziert war an dem Abend, als ich mir das angeguckt hatte. Es ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht kompliziert, ich war einfach nur denkmüde. Und wenn ich das gemacht habe, dann gibt es eine Folge Supermarkt. Ich weiß nicht, ob ich das diese Woche schaffe, weil ich quasi nur noch bis Freitag Zeit habe, weil ich dann Samstag bis Samstag eine Woche im Urlaub bin und schaffe es möglicherweise nicht, eine Folge Supermarkt zu machen. Aber vielleicht doch. Aber dann ist eine Woche Pause mit Stream. Mal gucken, wie viele YouTube-Videos ich noch schaffe vorzuproduzieren, aber eine Woche Streampause ist auf jeden Fall. So, was hier los? Der wackelt, der bringt neue Freunde, Ressourcen, Fische haben wir noch gar nicht. Vermutlich wird das als nächstes kommen. Ginian, herzlichen Dank. Weiß man schon, wann das nächste Pen & Paper Abenteuer ist? Fragt Timo Spät. Ja, vielleicht weiß man das intern schon. So, was ist jetzt? Orlando. Ja, jetzt muss ich hier einfach die Schlafplätze neu verteilen. Warte mal. Oh Gott, ich hätte doch noch mehr bauen müssen. Shit. Otter. Oh ja, den Otter will ich haben. Billy. Insekten, genau. Zwei Otter. Wieso denn? Nee, zwei Otter. Oh Gott, ich muss die. Das ist ein Liebespaar. Und ich muss die jetzt voneinander trennen. Das ist aber ärgerlich. Ja, sorry, Orlando. Aber ich kann jetzt ja niemanden rausschmeißen. Ich hätte doch noch ein zweites Haus bauen sollen. Hab ich aber nicht. Hinterher ist man immer schlauer. Kann mir nicht vorstellen, dass der das gut findet. Vielleicht bleibt er ja trotzdem. Weiß man ja nicht. Nö. Überhaupt nicht. Keine Chance. Tauschen. Ich habe das hier bei der Beseitigung einige Trümmer entdeckt. Ich kann es behalten oder gegen etwas anderes eintauschen, wenn du willst. Ja, aber was denn? Steht da, was es ist? Ach so, 10 Fisch. Oder was? Ich gebe 5 Holz und krieg 10 Fische, alles klar. Finde ich ganz, ganz okay ein Deal. Yo, die wollen immer noch nicht arbeiten. Schade, dass der zweite Otter gegangen ist. Aber so sind die Otter halt. Wenn du deine Meinung änderst, kannst du eine Aufgabe vor dem Beginn der nächsten Phase abbrechen und deinem Reisenden eine andere Aufgabe zuweisen. Raum verschieben ermöglicht dir die Verlagerung eines bereits gebauten Raums an eine freie Position, um einige Ressourcen zu erhalten. Aha. Diese Aktion beschäftigt Reisende am jeweiligen Tag und blockiert beide Positionen. Also. Ja, aber warum sollte ich das denn jetzt machen müssen? Der Wetterbericht ist nicht gut. In den nächsten 3 Tagen wird es einen Sturm geben, der gefährliche Wellen verursachen könnte, die gegen den Leuchtturm branden. Wellen haben unterschiedliche Größen, aber je näher ein Gebäude dem Boden ist, desto anfälliger ist es. Wir müssen unser Gebäude verstärken, wenn wir sie nicht verlieren wollen. Das kostet zwar Ressourcen, ist aber immer noch besser, als ein neues Gebäude zu errichten.
Die Insel durchläuft regelmäßig apokalyptische Phasen, in denen der Weiler von Katastrophen heimgesucht wird. Derartige Phasen werden auf der Wetteranzeige durch rote Vorhersagen angezeigt. Während einer apokalyptischen Phase treten eine oder mehrere Katastrophen auf, deren Art und Gefahrenstufe auf der Wetteranzeige angezeigt wird. Diese Information hilft dir, den Weiler entsprechend vorzubereiten. Jede Phase endet mit einem Regenbogen, der besseres Wetter ankündigt und für die überstandene Schlechtwetterphase verschiedene Vorteile gewährt. Dankeschön, das ist nett. Ja, danke Timo Spät für die netten Worte zum Pen und Paper. So, jetzt ist hier Action angesagt. Morgen kann ein Lagerraum bauen. Was kann er verstärken? Achso, er soll verstärken. Alles sollst du verstärken. Alles. Verstärke. Gut, dieses Gebäude hat jetzt einen zusätzlichen Gesundheitspunkt und sollte die nächste Katastrophe überstehen. Nice. Ja, wir können aber, haben wir denn überhaupt genug zu essen? Ja, haben wir. Können wir alles verstärken. Verstärken. Stärk das. Stärken. Alle müssen verstärken. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Gut. Der nächste Tag bringt einen Sturm. Und es gibt lecker Essen. Wir haben Fisch. Oh, wir können so ein. Wir machen mal einen Gemüsefisch. Und noch einen Wurm. Oh Gott, ob die Leute das mögen? Brei. Eine seltsame Mischung, die mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, mag einfach. Oh, ich hätte mir vorher mal angucken sollen, wie die Reaktion darauf ist. Das war eine dumme Idee. Ich habe einfach geklickt, ohne zu gucken, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, das war nicht gut. Schnell weg, damit die das vergessen. So, das Feuer. Wir haben gar kein Holz mehr. Gefährlich. Aber wir mussten halt die Gebäude verstärken. Bevor der Sturm kommt. Bestätigen. So, ist die Arbeit getan, oder? Ja, oder? Das ist fertig, ne? Dann. So, wer mag denn gerne jetzt ins Gewächshaus gehen? Brille? Ach, warte, die sind noch gar nicht, die sind noch beschäftigt, logischerweise. Ist ja noch nicht nächster Morgen. So, jetzt seid ihr hoffentlich fertig, oder? Okay, also Billy. Billy mag mal gerne hier in die Insektengeschichte gehen. Plus 30, das ist, ja, wichtig. Charlie kann Holz holen, der muss ganz dringend Holz holen, auch fürs Feuer. Wir haben wenig zu essen, ist nicht gut. Olivia mag gerne Fisch, aber die könnte jetzt eine Fischhütte bauen. Vermutlich, ne? Fischerhütte, genau. Mach das mal. Und morgen. Lagerraum und Wohnraum. Aber ich will, dass der Gemüse macht. Wir brauchen was zu essen. So, alle sind beschäftigt. Na gut. Es gibt wieder was zu essen. Hoffentlich mache ich diesmal was Köstlicheres. Der hat da gar keinen Bock drauf. Ja. Ja. Geil. Gemüse- und Insektenbento. Das kommt gut an. Ja, die Leute sind Fans vom Essen. Was? Nee, was habe ich denn für verfügbare Aktionen? Ah, hier. Das dicke, fette Ausrufezeichen. Billy hat Geburtstag! Guck mal, Billy hat am selben Tag wie Antje Geburtstag. Es wäre vielleicht gut für die Moral, wenn wir zu diesem Anlass eine leckere zusätzliche Mahlzeit zubereiten. Ja, habe ich aber nicht. Deswegen geht das leider nicht. Entschuldigung. Es wird heute nicht gefeiert. Hab nichts. Wusste ich nicht. War ich nicht darauf vorbereitet.
So, das Feuer ist kurz vorm Ausgehen. Deswegen ballern wir das jetzt hier richtig schön voll. Und wir haben einen weiteren Tag überlebt. Ist halt schon ein bisschen Rimworld for Kids, oder? Sagt Jodinski. Naja, ist doch ganz gemütlich. Ich glaube, das wird, also das sieht jetzt erstmal so putzig aus, ne? Es ist sehr viel aufgeräumter und zugänglicher als Rimworld. Und es sieht schöner aus. Oh, hier. Der rote Sturm. Aber wir haben hier alles gesichert. Ich glaube, das wäre safe gewesen. Es ist oberhalb der roten Linie. Hüter, jemand hat Materialien auf der Werkbank zurückgelassen. Bring sie ins Lager. Holz plus 10. Du kannst sie behalten. Charlies Moral steigt. Charlies Moral steigt, ja. Ja, ach komm. Finde ich gut. Charlie freut sich. Ach, die Fischerhütte. Oh, nee, das war eine dumme Idee. Nein, 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 das war doof. So, wir müssen die Fischerhütte verstärken. Sonst wird sie direkt zerschrotet. Das macht unser Otter. Verstärken Sie sofort die Fischerhütte. Ansonsten müssen wir uns dringend um Nahrung kümmern. Das heißt... Ja, warte. Der Otter macht das. Ja, er macht hier auf jeden Fall mal frische Insekten. Und morgen... Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach was zu essen. 32. Gemüse muss einfach so sein. Oh, was mit dem? Das bringt mir... Ich kann nichts Neues bauen. Das wird ja direkt dann wieder zerstört. Dann... Könnt ihr da auch zu zweit dran arbeiten? Eigentlich ja, ne? Oder? Ne, geht nicht. Dann, warte mal, wir haben nur noch so wenig Holz. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn du nochmal... Wir brauchen alles. Aber das Feuer haben wir gerade... Komm, mach mal Gemüse. Wir brauchen Essen. Jetzt konnten wir den Geburtstag von Billy nicht mit einem Festmahl feiern, weil wir zu wenig Essen hatten. So. Noch gibt's nichts zu essen. Das ändern wir jetzt. Wir machen lecker Salat. Ja, hier reichhaltiges Essen. Die freuen sich. Festmahl. Ja, komm. Wir können ihnen auch weniger zu essen geben. Aber noch sieht's ja okay aus. Noch können wir volle Portionen anbieten. Mist, das ist schon wieder relativ klein. Oh, wow, das Tutorial ist zu Ende. Alles klar. Kein Problem. Na, wir leben noch. Na, was erblickt er dort? Der Sturm kommt. Schnell. Ins Trockene. Sturmwarnung! Ich hoffe mal, dass das noch fertig geworden ist, da mit der Fischerhütte. Aber er hat ja gesagt, letzte Chance, also wird das schon passen. Da geht's los. Oh, guckt euch das mal an. Die Killerwelle. Karl, die Killerwelle. Killer Karl. Und nichts ist zerstört worden. Weil wir uns gut vorbereitet haben. Großartig. Und wir sind schon Tag 9. Und es kommt... Oh, Mist. Ja, gut. Ich habe jetzt leider kein weiteres Gebäude gebaut. Also keinen Wohnraum erweitert. Sodass ich vielleicht jetzt wieder Freunde wegschicken muss. So sieht das aus. Ach, Mist. Also, wir haben... Was haben wir denn? Den Otter und ein... Ist das der Bär? Weiß ich gar nicht mehr. Also der kann
Gemüse, ja, einer von den Gemüseboys und Girls nehmen wir mit. Mindestmoral Vegetarier. Nee, das wollen wir nicht, oder? Das ist mir zu kompliziert. Die nehmen wir. Und einen Otter haben wir schon. Also nehmen wir Bowie noch mit. Schön. Tschüss. Danke fürs Vorbeischauen. Ist leider kein Platz mehr für euch. Kann ja mal passieren. So. Was ist los? Abfallverwertung. All der Müll, den uns das verrückte Wetter beschert hat, sollten wir ihn sammeln und wiederverwerten? Ja, voll. Öl und Fisch. Öl haben wir noch gar nicht gehabt. Holz und Insekt. Öl interessiert mich. Hatten wir noch nicht. So. Achso, jetzt muss ich... Ist ja noch nicht morgen offensichtlich, oder? Jetzt ist es morgen. Wir brauchen dringend Holz. Wenn du nur wenig Zeit hast oder das Spiel schneller erleben möchtest, kannst du die Option automatisch überspringen über dem Rad aktivieren. Sind die Aufgaben des Tages abgeschlossen, fährt das Spiel automatisch mit dem nächsten Tag fort. Oh, das finde ich ganz gut. Was hat er jetzt gesagt, ist das? Über dem Rad? Da. Ist es das hier? Ich glaube ja. Okay, alle sind bereit, was zu tun. Was zu tun. Der hier wird mal im Fischgeschäft tätig werden. Zum ersten Mal, dass wir Fisch kriegen. Charlie ist eine kleine Nagetier, der kann mal Holz holen. Wir gucken erstmal, was die anderen noch gut können. Ja, das passt. Okay. Du arbeitest hier. Wir brauchen was zu essen. Charlie ist der Holzfäller-Boy. Der holt Holz. Sehr, sehr wichtig. Und sie geht oben ins Gemüsebeet rein. Die sind alle nach ihren Fertigkeiten eingesetzt. Das ist sehr, sehr gut. Und dann let's go. Das können wir hier oben beschleunigen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann können wir jetzt ein leckeres Mahl zubereiten. Und zwar, wie machen wir das denn? Fisch. Ich hoffe, das kommt alles noch gut an. Fisch und Insekten und Gemüse. Naja, also es ändert nicht viel, ne? Ändert gar nichts. Ich gebe denen trotzdem volles Essen. Fisch und Gemüse-Bento. Ja komm, seid mal jetzt happy, ey. Freut euch! Des Lebens. So, die Flamme. Die Flame, könnte man auch sagen. Ach, Öl. Können wir vielleicht... Ah, guck mal. Ah ja. Bestätigen. Oh, ein Erfolg freigeschaltet. Weil wir das geschafft haben, so lange zu überleben, haben wir einen Erfolg bekommen. Das muss erstmal schaffen, ne? Herr PS, gute Nacht. So. Tag 10 tatsächlich erreicht. Also das muss man erstmal echt schaffen. Auf dem Meer treiben möglicherweise Gegenstände. Was glotzt du so, Hüter? Was ist aber unfreundlich? Offenbar wurden viele Ressourcen weggeschwemmt. Ich frage mich, ob wir etwas Treibgut einsammeln und uns ansehen können, was das Meer uns schenkt. Vorsicht, Hüter, das ist gefährlich. Die Wellen sind heftig und die Felsen ausgesprochen scharf. Du bist ein Otter. Ich weiß. Und der andere ist ein... Hier so ein See... Wie heißen die noch? So ein... See... Robbe, nicht, sondern Seebär, Walross! Ein Seewalross! Ganz genau. Wenn wir diese alte Fischerhütte wieder aufbauen, könnte sie uns gute Dienste leisten. Oh, gute Idee, ich kümmere mich darum. So, jetzt müssen wir nur die nötigen Ressourcen sammeln. Großartig, machen wir uns an die Arbeit. Fisch ist nett. Wood, 120 Wood, Irgel.
Für die Fertigstellung einer Baustelle sind verschiedene Ressourcen erforderlich. Diese können nach und nach oder in einem Aufwasch aufgestockt werden. Okay. Tag 10. Beschaffe die erforderlichen Ressourcen für die Erstellung eines Fangnetzes. Ja, 120 Holz, habe ich das richtig gesehen? Naja, 90 Holz nur. Ja gut, das können wir ja machen. Was ist hier los? Hüter, ich habe das hier gefunden, als ich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe. Ich denke, das gehört ins Lager. Gemüse 5. Oder Elmar kriegt eine bessere Moral. Komm, Elmar kriegt eine bessere Moral. Muss ja belohnt werden. Okay, der nächste Morgen. Ich hätte Lust, ein Haus zu bauen, damit wir mehr Leute aufnehmen können. Wenn das nächste Mal die Karawane kommt. Wir müssen ja mal vorankommen. Wir müssen ja nicht vielleicht sofort das ganze Holz beschaffen. Wie viele Fischis haben wir? 20. Gemüse, Fischis, Würmer haben wir genug. Das heißt, der Boy, der hier die Würmer fängt, das ist ja er hier, der baut jetzt mal. Ey, warum? Nein! Ich kann keinen Wohnraum bauen. Ach, das ist doof. ja. Mist. Mist, Mist. Also der holt sich Holz. Da können aber zwei Leute arbeiten. Nein. Der macht 25 Holz. Der macht 30 Holz. Und der macht 25 Holz. Okay. Also der macht Gemüse, Johnny. Macht noch ein bisschen Holz. Und... Was? Fischmann McFly sollte doch Fisch besorgen. Genau. Der kann... Oh, der könnte die Speisekammer bauen. Ist das wichtig? Dann würden wir halt mehr lagern können. Nee, aber der soll erstmal Fisch holen. Das ist wichtig. Solange ich so einen Otter habe, muss der Fisch holen. Mach das mal. Und der... Na... Was kann der noch bauen? Oh, noch ein zweites Wurmterrarium. Nö. Der... Darf ich die denn behalten oder verliere ich die? Vielleicht, wenn wir jetzt ganz viel Essen ansammeln. Ah, der kann ja auch erstmal... Ne, der geht ins Gemüse rein. Ah, der andere hätte auch ins Gemüse reingehen können. Aber wir haben nicht mehr so viel Lagerfläche. Komm, wir gehen mal ins Gemüse rein. Passt schon. Hätte ich auch... Ja. So. Essen, fassen. Was machen wir jetzt Leckeres? Wurm. Reichhaltiges Essen. Reicht uns das? Machen wir Ratatouille, oder? Ist immer noch reich. Es verändert sich überhaupt nichts. Wir müssen doch nicht immer ein Festmahl essen. Ja, da ist der, bei Bowie hier ist das Einzige, was sich verändert. Dass der auch noch gut drauf ist. Aber meine Meinung... Ja, wir haben sehr viel Fisch. Also wir sollten... Gemüse mit Fisch. Was habe ich denn noch drin? Die Würmer raus. Das mögen die nicht so. Ich hab 40 Würmer. Was ist denn, wenn ich Fisch und Wurm... Ist das was, woran die interessiert sind? Weiß es nicht. Fischfilets. Ja, geil. Das ist doch super. Die sind happy. Fischfilet gab's. So, ich muss jetzt dringend mal... Zum einen, das Feuer geht eigentlich noch, aber ich mach's jetzt trotzdem mal voll. Was habe ich gesagt, kostet
75 kostet diese Winde, oder? Oder was, 95? Ich weiß es nicht mehr. Ich entfache das Feuer neu. Und... ich hoffe... ja, die kommen morgen erst. Gut. Jetzt will ich noch ein neues Haus bauen, damit ich ein weiteres Tierchen aufnehmen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt genug. Die Winde muss ich ja nicht sofort machen. Steht kein Zeitlimit. Was jetzt? 10 Insekten oder Moral? Oh, komm, wir geben denen mal Moral. Die sollen sich freuen und happy sein. Okay. So, jetzt will ich aber bitte ein Haus bauen. Ist wichtig. Was haben wir denn? Das ist alles okay soweit. Ja, Wohnraum, genau. Der kann Wohnraum errichten. Der macht die Speisekammer. Oh, Garten. Auch nicht schlecht. Treibhausholzfälle, da haben wir. So, wir machen jetzt noch Wohnraum. Dankeschön. Olivia baut... wir machen zwei Leute, die Holz holen. 22 Holz ist ein bisschen wenig. 40 Holz ist fantastisch. Olivia könnte noch Fisch fangen. Speisekammer, wir haben nicht genug. Ja. So, wer ist der Bessere? Ich glaube Elmar, ne? 27 Holz und Fischmann macht 22 Holz. Dann ist es entschieden. Dann macht noch Elmar. Holt noch Holz ran, das ist wichtig. Und Olivia, der fröhliche Fischotter. Ja. Speisekammer haben wir nicht genug. Dann holt, gehst du nochmal an die Fische ran. Oh, die kann 42 Insekten holen. Das ist ja auch eine beeindruckende Zahl. Krass. Fischotter 50, Otter, glücklich Fischfilet. Glücklich Fischfilet, Starkwind. Ach, wegen Fischfilet Nahrung. Okay, Starkwind. Bonus von 27, Bonus von 25. Na ja, gut, dann kann die auch in die Würmer rein. Ich geh mal in die Würmer rein, okay. Da wird der Otter sich jetzt veralbert vorkommen, dass ich ihn in die Würmer schicke. So, jetzt gibt es wieder ein köstliches Mahl. Ich brauche gar nicht so viel. Die sind ja alle recht happy. Können eigentlich auch mal einen Tag ohne Essen auskommen. Aber kannst du ja nicht bringen. Salat mit Würmern. Gemüse und Insekten. Bento. Muss reichen. Guten Appetit. Alle sind mega happy. So mag ich das. So, die sind gleich da. Flamme muss neu entfacht werden. Was? Das habe ich doch gerade schon gemacht. Was soll das denn? So, ist die Hütte jetzt fertig? Ich hoffe doch. Ja, die Freunde kommen. Ich müsste jetzt einen Platz mehr haben. Wenn nicht, bin ich gekränkt. Ja, so sieht's aus. Okay, das heißt, wir können alle nehmen. Wen haben wir denn? Olli Otter. Enzo. Balthasar. Oh, Cleos neu. Biber. Ja, geil. Hammer. Neues Personal. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich die alle so glücklich gemacht, ne? Und jetzt kriege ich hier neue Leute, die sind alle nicht so glücklich. Kommen die denn nochmal wieder und sind die dann auch wieder glücklich? Ich hoffe doch. Das wäre ja schade. So. Wir brauchen, glaube ich, einen Lagerraum. Wir können uns... wo ist die Winde? 90 Holz kostet die.
Ja. Also, was kann der denn hier? Der kann Gemüse holen, kann nochmal einen Wohnraum bauen. Aber das scheint mir jetzt erstmal okay zu sein. Wir brauchen Holz. Wer ist der beste Holzmann? Ah, Gemüse brauchen wir aber auch. Aber sie ist, glaube ich, super im Holz. 20, das ist wenig. 20, das ist wenig. 30, das ist gut. Ja, die geht ins Holz. Hallo? Ach ja, ich habe jetzt ja 5. Ah, ja. Ganz hervorragend. Fischimann. So, sie war schon. Ne, hatte ich sie jetzt nicht schon irgendwo hingeschickt? Ne, das, genau, das ist ja lächerlich. 20 Holz. 20 Holz. Die war schon. 30 Holz. So, das brauchen wir. Okay. Dann Speisekammer. Wir brauchen sowas wie einen Lagerraum vermutlich, ne? Also ich weiß nicht, ob ich die Sachen dann verliere. Wenn ich so Überschussmaterial habe. Es kann gut sein, dass das einfach dann weggeschmissen wird. Das wäre aber echt schade. Ich glaube, ich sollte noch mal eine Speisekammer bauen. Halte ich für eine gute Idee. Ah, die kommt. Kann man die auch drehen nehmen, ne? Die kommt da hin. Okay. Enzo. Wir haben gar nicht mehr genug Holz. Wir brauchen ein Lagerhaus. Das ist ja. Ich kann ja gar nicht so viel lagern. Das ist leider Quatsch. Wir brauchen dringend ein Lagerhaus. Was kann der Gutes machen? Alle, der ist nirgendwo richtig gut. Das ist eine Täuschung. Er könnte vielleicht. Wann kommt denn wieder? Okay, es ist noch kein schweres Unwetter in Sicht. Wir könnten sogar noch eine zweite Holzfällerhütte bauen. Die kostet nur 10 Mark. Und dann können wir richtig Holz pumpen, wenn es wichtig wird. Vielleicht sollten wir das mal machen, ne? Ah, oh, das geht nicht. Also man hat es schon begrenzt. Man hat nicht ultra viel Platz. Nee, dann brauche ich keine zweite Holzfällerhütte. Ich muss doch aber einen Lagerraum irgendwann mal bauen können. Wir könnten das verstärken jetzt. Wir könnten den. Können wir uns das leisten? Die kostet 10 Holz. Das ist. Die sind beide auf 1. Sind die wieder runtergestuft worden? Guck mal, der ist kaputt, kaputt. Okay, die müssen wir alle reparieren dann auf Sicht. Der ist nicht getroffen worden. Aber den Rest müssen wir wieder reparieren. Was brauchen wir denn? Komm, mach Gemüse. Und Balthasar. Ja, ich weiß es nicht. Balthasar. Geht in die Würmer. So, let's go. Ja, jetzt muss ich. Ich hoffe, das wird jetzt nicht alles weggeschmissen dann. Wie lange kann ich den Überschuss lagern? Muss ich jetzt mal genau beobachten. Jetzt gibt es in jedem Fall mal eine leckere Wurmpastete. Was ist denn? Ich kann das nicht sehen. Das muss hier weg. Ich kann den da nicht sehen. Was ist denn? Ich kann meine anderen Leute nicht sehen, wie sich das auswirkt auf die. Einfach nur diese Ekelpaste da rein. 40 Insektenröllchen. Nee. Reicht. Guten Appetit. Okay, nächster Tag bricht an. Das Feuer. Wir hauen es mal rein, weil ich weiß nicht, ob der Überschuss weg ist.
Wir machen es einfach mal voll. Okay, jetzt achten wir genau drauf. 55 hatten wir. Ja, es wird verschwendet. Shit. Ich habe es befürchtet. Wir müssen ein Lagerhaus bauen. Aber wir haben niemanden, der das machen kann. Das ganze Holz wird verschwendet. Ich weiß nicht, ob mir eine zweite Holzfällerhütte auch mehr Lagerraum bietet. Aber das ist jetzt echt eine Schande. Tatsächlich. Mist. Ach. Warum drei? Wegen Wind. Ah. Ja, das ist Miste. Das ist Miste. Keiner kann... So, wir können jetzt mehr Nahrungsmittel, aber wir haben keine... Hm. Das die Lagerkapazitäten erhöht, ich weiß es nicht. Hm. Also. Ich glaube, ich baue jetzt eine zweite Holzfällerhütte. Ich habe keine Ahnung, ob das die Kapazitäten erhöht. Es muss sein. Und zwar sie oder... Nee, so nur sie kann das machen. Sie macht das jetzt. Wir werden sehen, ob das die Kapazitäten erhöht. Wenn nicht, dann nicht. Wir können jetzt aber wieder ein bisschen Essen besorgen. Er geht... Oh, 50 kriegt... Oh, krass. Ja, mach mal. Das ist unser Fischfreund. Hm. Geh mal in die Fische rein. Und Balthasar. Die anderen beiden gehen ins Holz rein, oder? 40 Holz. Und wo ist er noch? Balthasar geht auch nochmal ins Holz. Oder er baut... Warte mal. Second Trafalgar, herzlichen Dank. Ich überlege, ob er vielleicht noch einen Wohnraum baut. Ich brauche natürlich auch mehr Essen dann. Nee, 5 reichen. Ich hab... Nee, das reicht. Komm, du gehst jetzt... Du gehst ins Holz rein oder was? Da, komm, Chuck. Reicht. So, jetzt gibt's Essen. Alles klar. Was machen wir Leckeres? Wovon haben wir zu viel? Auf jeden Fall, Würmer müssen rein. Fisch. Und spärliches Essen. Reichhaltiges Essen. Bestätigen. So, guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt. Weiter geht's. Nächster Tag. Müssen das Feuer schon wieder aufgießen. Ja, das wird jetzt eh alles wieder weggeschmissen. Zum... Ah! Mist, Mist, Mist. Ich befürchte, die Holzfällerhütte hat uns keine erhöhte Kapazität geschenkt. Nee, so ist es. Ach, Mist. Wir brauchen jemanden, der... ein Lager bauen kann. Das ist enttäuschend. Diese Holzfällerhütte hat uns gar nichts gebracht. Ja, also. Vielleicht, jetzt können wir gleich neue Leute. Achso, warte erstmal. Nächster Tag. Alles klar. So. Warte. Die, das ist genau, die kann das. So, wer fängt mehr Insekten? Er fängt 42 Insekten und sie fängt 37 Insekten. Dann baut sie jetzt einfach nochmal einen Wohnraum. Und die anderen machen sich an die Arbeit. Du holst 42 Insekten. Du holst Fisch. Und du gehst in den Wald. Ah, warte mal. Sie können, Gemüse.
Wir brauchen auch noch zwei Leute, die Holz holen. Enzo. Und wen haben wir noch? Sie noch? Sie kann... Sie muss in den Wald rein. Sie muss die Bäume schlagen. Dann haben wir... 47. Könnten wir die Flamme... Brauchen wir nicht entzünden. Da kommen neue Freunde. Und du machst... Gemüse. So, let's go. Wir brauchen mehr Holz. Es gibt reichhaltig Essen. Was machen wir? Natürlich wieder, weil wir davon zu viel haben. Davon was Leckeres. Davon haben wir auch zu viel. Und davon. Oh ne, was? Brei, scheiße. Okay, das mag keiner. Das war eine sehr dumme Idee. Ein erfolgloser Versuch. Wir sollten nicht zu viel punchen. So, jetzt müssen wir nichts entfachen. Aber die 10 Holz... Ach, jetzt verlieren wir das. Da können wir auch entfachen. Ach! Ich brauch jemanden, der mir ein Lager bauen kann. Gibt's doch nicht. So. Wer kommt jetzt? Wer kommt, wer geht? Ich kann alle nehmen. Och, okay, das ist mega dumm. Reicht mir nicht. Was soll ich denn machen ohne Lager? Wenn keiner kommt? Oh, was ist das? Gezeitenwelle Stufe 1. Ebene 1 trifft den ersten Stock. Oh. Ah ja, müssen wir reparieren. Okay, neue Leute. Das brauchen wir nicht. Der kann... Was können die alle? Gemüse. 25 Gemüse, das ist doch nicht viel. Das ist eher sehr lame. Selbst die, ja, die macht nämlich mehr. Die macht 28 Gemüse, das ist jetzt auch nicht die Welt. Der kann in die Fische rein. Könnte auch noch eine Speisekammer machen. Ich brauche einen Schuppen. Ich brauche einen Schuppen. Auch noch mal eine Speisekammer. Dann können wir jetzt auch noch mal mehr Essen besorgen. Dann holst du Holz 30, finde ich gut. Können wir das großartig ausgeben? Nö, können wir nicht. Warte. Holz 30. Ja, komm, mach mal. Dann machen wir hier noch... Wir müssen mal reparieren. Verstärken. Da, verstärken, alles klar. Was? Ja, ach doch mal. Hallo? Warum hat er das? Warum macht er? Achso, das kann er nicht, oder was? Oh, ich habe nicht genug Holz. Das ist ja so enttäuschend einfach nur. Einfach enttäuschend. Ich glaube, alle haben was zu tun. Dann let's go. Ohne Lager. Jetzt kann, ich kann auch jetzt, bis keine neuen Freunde kommen, immer noch kein Lager. Ich weiß gar nicht, ob es das Lager überhaupt gibt. Gibt es überhaupt ein Lager? Das kann doch nicht sein. Es muss ein Holzlager geben. So, wovon habe ich zu viel? Von nichts. Dann gibt es jetzt irgendwas... Festmahl. Ja, die freuen sich. Let's go. Alle sind zufrieden. Das ist mir das Wichtigste. Die kommen gleich an. Das Feuer lassen wir. Und der will mir irgendwas Gutes tun. Ah. Insekten plus 10. Brauchen wir nicht. Ruh dich aus. Danke fürs Angebot.
Tag 16. Es ist unwahrscheinlich, wie lange unsere Kolonie schon überlebt. Wer hätte das für möglich gehalten? Ich nicht. Armes Volk. Ja. Sehr armes Volk. Was ist los? Ja, warte, wir sind ja schon am Bauen. Ich war schon, ist ja gut. Ich hab doch hier schon repariert, oder nicht? Oder auch nicht. Bam. Und, oh nein, das Feuer geht gänzlich aus. Das ist ja eine Katastrophe. Einer muss auch Holz suchen. Ah, gut, dass ich eine zweite Holzverleute gebaut habe. Gemüse und sie muss das hier verstärken. Okay. Froschelz, vielen lieben Dank. Haben wir noch irgendwas offen? Ja, er hier. Er wird Fisch holen. Sind die noch verstärkt genug? Ja, oder? Wird der Katastrophe widerstehen? Ja, okay. Sehr gut, weiter geht's. Mach mal. Gibt's noch Essen? Wir haben viel Essen. Das Holz, es ist jammerschade. Aber wir können es jetzt, glaube ich, noch verwenden. Wir machen jetzt 54, 60, 52. Ja, ist egal. Auf jeden Fall das. 30. Da. Guten Appetit. So, jetzt hat schon wieder Geburtstag. Ah. Ja, machen wir. Gemüse. Bam. Guten Appetit. Alle sind happy. Und jetzt müssen wir die Flamme wieder verstärken. Die ist nämlich so gut wie aus. Ja, mal schade. So, alles klar. Kein Holz mehr da. Da kommt die Flut, aber wir haben alles repariert, also nichts wird uns zerstört werden. Wir sind happy. Und wir haben den nächsten Tag. Ja. Morgen kommen neue Leute. Das gucken wir uns nochmal an. Wir brauchen ein neues Lager, so geht das nicht. Irgendwie muss ich das Holz hier lagern können. So macht das doch keine Gaudi. Also. Dann. Der geht in die Insekten rein. Ah ne, ich muss erstmal weitermachen. So. Balthasar. 42 Insekten. Der geht in den Wald rein. Edwin. Das wird uns wieder abhanden kommen, dann das Holz. Mehr Holz brauchen wir nicht. Dann geht der lieber ins Gemüse rein. Und der geht plus 35. Haben wir nicht noch einen Fischfreund irgendwo? Ja, er hier. Er geht in die Fische. Und dann kann er, was macht denn der Letzte? Könnte er was verstärken? Wieso nicht? Dann hätten wir das hinter uns. Mach doch einfach. So. Man muss ja vorausschauend denken. So, es gibt was Leckeres zu essen und dann kommen neue Freunde. Und dann bin ich mal gespannt. Dann machen wir als Nächstes hier so ein Festmahl. Muss es immer ein Festmahl sein? Nee, weißt du warum? Weil die gleich eh abhauen. Muss reichen. Guten Appetit. So, jetzt kommen gleich neue. Das. Ja, das Holz wird eh gleich weg sein. Dann können wir auch neu auffüllen. Und let's go. So, wenn jetzt keine Tiere kommen, die mir ein Lagerhaus errichten, dann kommen wir ja nicht weiter. Wir verlieren ja dann alles. Jede Runde wieder. So, wen bringst du denn jetzt, Fährmann? Ach. Ich bin empört.
Hat das Buch nicht mehrere Seiten? Kann er überschüssiges Holz ins Fangnetz stecken? Naja, wüsste ich gerade nicht. Aber das ist ja jetzt albern. Wie viele Räume gibt es? Kann man sich die ja mal angucken? Weil ich kann das ja gar nicht bauen. Leider stehen hier nicht die... Räume drin, die es gibt. Ja, also wer... Vielleicht ist es auch... Nee, das ist die Vollversion. Das ist ja nicht meine Demo-Version. Also... Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber wenn ich das nicht vorankomme, bringt uns das alles nichts. Deswegen machen wir an der Stelle Pause, weil ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Ich finde das Spiel eigentlich ganz nice. Was ich daran mag ist, also erstmal die Musik und sowas, alles entspannt. Und das, ich mag die Optik, das sieht ganz knuffig aus. Ist alles natürlich so ein bisschen, also sieht ein bisschen kindlicher aus, aber hat, finde ich, durchaus eine strategische Tiefe. Nicht zu tief, aber ein bisschen was. Und es spielt sich so schön weg. Es ist ganz entspannt, man braucht nur die Maus, klick, klick, klick. Und man kommt trotzdem ein bisschen voran, es sei denn, man darf kein Lagerhaus bauen. Aber wenn wir das bauen können, dann kommen wir auch voran und dann ist das auch motivierend. Man freut sich immer, wenn neue Leute kommen, ist aber auch traurig, wenn sie gehen, die Tiere. Man hat sie ans Herz geschlossen. Wenn jetzt diese Sackgasse nicht wäre, würde ich noch weiterspielen. Aber so, wer weiß, ob ich jemals ein Tier bekomme, das mir mein Lagerhaus baut. Deswegen machen wir an der Stelle Pause. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wie immer freue ich mich über Comments und vielleicht wollt ihr das Spiel selbst ausprobieren. Ich habe es auf Steam gespielt. Ich weiß nicht, ob es im Game Pass ist. Habe ich nicht gecheckt. Ich glaube nicht. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.